Ich bin mal gespannt, was uns jetzt wieder erwartet. Ich schieb mal wieder mein Bild zurück. Oh! Deine Aufgabe ist es, also das ist Denk mit. Deine Aufgabe ist es, die Pyramide auf den Platz 3 zu bringen. Dabei dürfen nur ganze Reihen vertauscht werden. Also wie Türme von Hanoi und sowas, ne? Und wie wähle ich das jetzt aus? Eins. Wie viel, welche Pyramidenreihen möchtest du? Wieso 2 bis 5? Was war das denn jetzt? B-b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 -
Der Einser geht nach 3. Also, ihr merkt sogar, ich weiß sogar, was ich tue. Es passiert selten, aber... So. Dann kann der Zweier nämlich nach 3 und der Einser kommt nach 2. So. Bup. So, dann haben wir es schon mal so weit gedreht. Und jetzt müssen wir noch nach 3 drehen. Wahrscheinlich kann man das auch wieder schneller machen, aber ihr wisst ja, ich und schneller eine Geschichte voller Missverständnisse. Das kann der alte Mann doch gar nicht. So. Jetzt kommt 3 nach 2. 3 nach 1. Möchtest du das mit 9 Reihen sehen? Und nach 2 nach 1. Meinst du das in Originalgrafiken? Ja, dann kannst du dich ja beschweren, dass der Europa Computer Club das nicht mit 9 Reihen hat. Wow. Hast du ja jetzt vom Frampi gesehen, wie der da anrufen muss? Und dann ab dafür. So. 1 nach 3. Eins nach 2. Und 3 nach 2. So. Kann die Reihe nach 1 wieder. Ich weiß gar nicht, ist 9 Reihen, es dauert, glaube ich, richtig ewig, ne? Also das ist... Aber auch nur mit 3 Säulen, die 9 Reihen. So. Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir 2 nach 3. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das sauber drehen können. 3. Nee, Moment. Nein! Stopp! Stopp! Möchte abbrechen! Möchte abbrechen! Nein! Mist! Ich kann nicht stoppen! Scheiße! Nee. Egal. Verhauen wir mal einen Zug. Man kann keinen Zug zurücknehmen. Das ist auch nicht so. Naja, gut. So. So. Jetzt haben wir 2 nach 3. Und dann schieben wir das sozusagen wieder zurück. Und dann können wir den gleich nach unten packen. Wenn der Dreier gleich frei ist. Und dann müsste es langsam in Richtung Endphase gehen. Also wie gesagt, Türme von Hanoi ist eigentlich ganz, ganz putzig. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich... Eins nach 3 erstmal. Und 1 nach 2. So, 3 nach 2. Wir könnten das ja mal mit dem High Rating Lord, wir können ja mal Speedrun machen. Wir können ihn ja mal ein bisschen unter Druck setzen.
Wenn er das in 66 Minuten schafft, schafft er das auch unter einer Stunde. Ich würde das dann auch kommentieren. Ich würde dich vollkommen motivieren. Wie ein Sportkommentator. Und du würdest zu ganz neuen Leistungen kommen, glaube ich. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das mal sehen wollt. Dann kann ich mal endlich, das ist übrigens meine große Frage, es ist übrigens das wahrscheinlich, was Leute nicht so ganz verstehen, wenn du hier alles in Alleinregie machst. Ich mache das hier nicht mit 50.000 Leuten und einem Team und Sponsoring und hast du nie gesehen, sondern ich mache das in Personalunion. Wenn ich nur kommentieren kann, ihr habt mich nur erlebt, wie ich nicht 2 Stunden sabbeln kann. Das ist, muss man sagen, das ist Orgasmus für die Ohren. Ja, ich will das ja nicht posthum kommentieren. Alter, Rettung, Leute, dann machst du das live. Überträgst du das und machst da keinen Ton und ich quatsch dich drüber. So. Und auf Wunsch mache ich das auch extra für dich in Englisch. Also, siehste, der Snake hat's begriffen. Der Snake ist ein Genießer. Und ihr könnt das auch sein. Und wenn ihr kein Schwarzhörer mehr seid, Abo. So. So. Jetzt gucken wir mal. Also die unterste haben wir erstmal schon mal unten. Das ist schon mal gut. So, zack. Was habt ihr denn mit Apfelstrudel? Apfelstrudel. Was ist das denn für eine erotische? Ja, eben hier. Also bitte. Da wird doch Madonna beim Chirurg verrückt. Alter. Nee, das war glaube ich doof, ne? Nee, das war Unsinn. Der darüber und der andere darüber. So, und dann da zurück und dann haben wir den auch. Es nähert sich, aber ich finde immer noch geil. Also ich bleib dabei. Das ist schön. Also das ist ein Game, das zocke ich gerne. So. Das sieht doch super aus. Also ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg. I'm on a right track. If you know what I mean. Ne? You get it. Ne? So. Und zwei. So, jetzt muss ich gucken. Alter, jetzt muss ich da nochmal tricksen. Der muss nochmal nach unten. Ich muss sozusagen einmal tauschen. Und dann würde ich sagen, haben wir's. Thank you. Thank you. I did it for the fans. This is called the Towers of Hanoi because it's Hanoian Towers. And now be impressed. So, das sieht gut aus. So. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Züge man da normalerweise hat, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe auch hier ein paar Züge in den Sand gesetzt, das habe ich ja gemerkt. Aber das war okay. Da bin ich aber auch gar nicht so scheiße drin. So Schiebepuzzle bin ich grausam. Also, das kann ich überhaupt nicht. Also, die Leute sagen, ich verschiebe gern, aber Schiebepuzzle ist nicht mein Ding. So. So. Zacki, du bist beim Finale dabei. You are entering a new dimension of success. Oh, mehr als 25 Züge. Ah. Ja, kommen wir auch noch zu, wenn ich dann tatsächlich die Input 64 Sachen mache. Aber
Denk mit. War gut. War gut. War schön. Geht in Ordnung. So, Freunde der seichten Unterhaltung. Jetzt könnt ihr überlegen. Jetzt könnt ihr überlegen. Sollen wir mit Fischmarkt es heute beenden? Also mit dem letzten. Und dann machen wir morgen oder übermorgen machen wir die beiden anderen Sachen auf dem Atari, wenn ich die nicht finde. Also ich werde es definitiv machen, aber das geht, glaube ich, relativ zügig. Oder sagt ihr, hör mal zu, du Birne. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe heute mir extra Zeit genommen für dich, Pannemann. Ich will alles sehen. Ich bin mal gespannt. Also man merkt, es hat keiner Lust drauf auf Mathe-Stunde 2. Ich merke das schon. Okay, also. VW Fischmarkt. Also es soll eine Wirtschaftssimulation sein. Ja, es sind, also der Vorteil ist, es sind dann tatsächlich nur noch zwei Sachen. Also, das heißt, die können wir auch in Ruhe machen, das ist kein Thema. Ihr habt recht. Ich habe gelitten, ihr habt gelitten. Ich habe mehr gelitten als ihr. Hoffen wir mal, dass das, wobei, wie gesagt, Türme von Hanoi geht immer.